Hallo Leute und willkommen zu ReplayCast 423. Wir haben ein ZVP dieses Mal. Wir sind auf Bryon Terraces und der Zerg in Rot. Das ist die Zerg-Frau, die Queen of Blades himself. Es ist Scarlet. Ja, wir sind nach wie vor koreanische Server. Heißt, Scarlets Gegner ist ein Protoss. Wer das ist, keine Ahnung, denn Korea hat ein richtig massives Barcode-Problem. So quasi die Leute, die in der koreanischen DM nicht Barcode sind, kann man so quasi in einer Hand abzählen. Entsprechend der Prozentsatz ist im einstelligen Bereich auf jeden Fall. Gleiches gilt für die Master League in Korea, die ist kein Stück besser. Und somit haben wir leider keine Informationen, wer sich hinter diesem blauen Barcode-Protoss befindet. Zumindest scoutet er mal und schickt die Probe dann auch gleich wieder raus. Ja, wir haben Bryon Terraces, das heißt Karte. Patchstand ist der aktuelle. Entsprechend ist auch mein Gameheart-Overlay mit drin. Ja, wir haben ein Pool für Scarlet plus Gas plus Echse plus Doppel-Echse. Soweit, so Standard. Nichts Besonderes hier vom Zerg. Ja, die Drone wartet jetzt hier noch fröhlich, bis sie mal genügend Minerals auf die Reihe kriegt. Schick Minerals, will Hedge bauen. Yo. Damit ist das auch erledigt. Terrane hier. Terrane hier. Ha. Es waren zu viele Terrane spielen die letzten Zeit. Da ist man auch komplett durcheinander. Nein, Protoss hier geht in einen zweiten Nexus. Hat hier vorne sich eine Wall gebaut. Das Gate steht. Der Core kommt mit dazu. Entsprechend, der Nexus ist ein bisschen später. Aber es ist noch vollkommen okay hier mit dem Timing. Man hat natürlich eine Goldbase als Natural. Die Änderung an Bryon Terraces. Entsprechend, das ist hier dafür die blaue Basis bei beiden Spielern. Die normale Basis. Tja, gibt ja den generellen Mythos, dass Goldbasen mehr Income geben. Also Leute übertreiben gar nicht. Ich sehe das gerne mal bei den anderen Castern. Von wegen, ja, er hat eine Goldbase und der muss jetzt gleich so viel Zeug bauen können. Das ist ein Trugschluss. Tatsächlich, was die Goldbase eher macht, so wie sie momentan designt ist, ist, dass eine Goldbase hat hier nur 6 Felder. Und eine Goldbase mit 6 besetzten, vollbesetzten Feldern, also 12 Probes hier, gibt genau das gleiche Income, wie wenn man 16 Probes oder Drones hier hat, an den blauen Minerals. Also man spart sich im Prinzip 4 Arbeiter für das gleiche Income. Es ist nicht so substanziell, wie so manche Caster das im Kanal weiß machen würden. Es ist ein kleiner Economy Boost, aber einfach nicht so signifikant, wie das manche Menschen gerne hätten. Entsprechend bei Doppelgoldbasis natürlich erhöht sich das ein bisschen. Aber momentan, Scarlets zweite Goldbase ist noch nicht am Laufen. Sie droht gerade hoch, hat ein paar Queens am Start. Der Adept traut sich nicht in die Basis rein, weiß, das sind Länge, da ist eine Queen mit dabei. Da ist es gefährlich reinzuspringen. Speed-Upgrade kommt mit dazu und der Adept hier schon mal kurz nach der dritten gescoutet, kann da leider keine Drone mitnehmen. Portet sich wieder raus, er weiß, er muss vor Speedlingen Angst haben. Wenn das beim Protoss kommt, das Twilight Council als Tech-Wahl, das steht hier unten. Ja, alles an der Natural gebaut. Der Protoss hält sehr viel von Outsourcing, nichts in die Heimatbasis, alles nach außerhalb, alles in die Expansions setzen. Jetzt zum ersten Mal zwei Gates in die Mainbase, drittes Gate mit dazu, es kommt das Adept Attack Speed Upgrade, Resonating Glaives, der Albtraum, jede Light Unit. Ein Adept, der schneller schießen kann, ist nicht schön. Ja, und es kommt direkt hinterher noch der Dark Schwein, der ist natürlich hier komplett in die Mitte gesetzt, damit hier der Stalker vernünftig den Scout defenden kann. Der Adept hier vorne hält die Lücke dicht, damit die Linge hier nicht weiter scouten. Wenn Scarlet hier, wenn sie wirklich hier an die Kante steht, sieht sie das? Wäre schön rauszufinden, aber das kann ich leider nicht. Ja, es ist jetzt kein zweiter Overlord in der Nähe, heißt Scarlet wird den DT-Schwein lange nicht sehen. Da kommt einfach kein Overlord rein rechtzeitig. Und wir haben hier Goldbase am Laufen. Natural läuft auch. Static Defense eher nicht so. Dementsprechend die DTs haben durchaus Schadenspotenzial. Protoss möchte ich auch eine schnelle dritte Basis noch dazu nehmen. Also sehr interessantes Style hier. Schneller Tech, schneller teurer Tech. Gut, die T's nicht mehr so teuer wie früher, aber immer noch relativ teuer. Und dazu schnelle dritte Basis, dazu noch das Resonating Glaives und dazu noch eine Forge. Also Protoss hier wirklich sehr, sehr greedy unterwegs. Aber das ist so die Spielweise momentan eines Protoss. Man muss ziemlich greedy unterwegs sein. Trotzdem irgendwie vernünftig alles defenden, was einem entgegengeworfen wird. Nur so kann man mit Protoss vernünftig spielen. Das ist der Grund, wieso vielen Menschen Protoss inzwischen auch sehr missfällt, die früher viel Protoss gespielt haben. Wenn man einfach die Early-Game-Defense on-point haben muss, damit das vernünftig was wird aus dem längeren Spiel.
Ein Speed Overload ist hier, scoutet einmal über die Mainbase, dann nichts. Denn der Natural ist nach wie vor angekratzt, der Darkshrine ist durch. DT wird hier gerade einer geworbt, eigentlich in der Heimatbasis. Bis da läuft bereits einer, ein zweiter läuft hinterher. Weitere Adepts kommen hier mit dazu. Der Stalker hier backt ein bisschen am Adept rum. Hold Position tut seine Wirkung, auch bei eigenen Units. Ja, und Scarlet, mal sehen, hat sie was für die DTs. Es werden jetzt hier gerade Drop Overlords gemacht. Das sind keine Overseer. Dementsprechend, der DT wird schon mal ein paar Kills sammeln. Und auch der zweite DT wird hier was anrichten können. Der läuft jetzt hier gerade fröhlich vor sind. Der sieht zumindest die Drop Overlords. Ja, und Scarlet verliert einige Drones hier bereits. Der DT hier hat bereits 4 Kills gesammelt. Währenddessen gibt es hier drüben auch weiteren Overlord. Da gibt es Binding Drops in die Mainbase. Und der DT hier wird ein bisschen geblockt von den ganzen Circling und den ganzen Queens. Die warten jetzt hier nur darauf, bis das Borkholler fertig wird. Der wird auch fertig werden hier drüben. Ja, das wird nichts, da muss umgepflanzt werden. Der DT hier kommt nochmal weg. Die Nashville sollten inzwischen halbwegs safe sein. Die vierte wird angesabelt. Die Overlords sind zwar fertig hier für das Drop Upgrade, aber kann einfach gar nicht genutzt werden, dass Scarlet zu viel Stress hat damit, dass hier tatsächlich mal Detection rankommt. Scarlet hat nämlich noch kein Leer, heißt, es sind überhaupt keine Overseer möglich hier. Hat sich hier sehr auf ihre Taktik versteift, dass sie hier einen All-In durchziehen kann, einen Link-Banning-Drop. Nein, jetzt gibt es hier trotzdem mal Banning-Drop in die Main-Base, währenddessen hier ist auch ein Overlord voll. Ha? Scarlet, lade den doch bitte auf die Flieg weg. Ja, da kommt sofort hier der Photon-Overcharge, dann möchte Protoss nichts riskieren. Vielleicht trotzdem ein bisschen was an Probes dran, aber das ist nicht so substanziell. Das hätte schlimmer laufen können. Ash, die T würde sie doch mal gekillt, als hätte die T hier unten. Kann hier sogar die ganze vierte Hatch abräumen. Währenddessen die Mainbase ist soweit safe. Ja, die vierte geht down. Da ist nach wie vor nichts in Detection da. Ja, beim DT läuft einfach die der Cloak nicht ab. Der bleibt einfach so. Räumt jetzt hier die Larven auf. 10 Kill die Dark Templar. Darunter war eine Hatch. Darunter waren 6 Drones. Die Queens haben sich gerade in die Overlords verzogen. Warum auch nicht? Jetzt ist hier tatsächlich mal ein Overseer mit dabei. Heißt, jetzt kann hier tatsächlich rausgehen. Und jetzt kann hier Scarlet auch endlich mal ihren Push starten. Sehr, sehr verzögert. Protoss hat sehr viel Zeit bekommen, um sich eine Armee aufzubauen. Immortals sind drin, Sentries sind drin. Warpism ist mit dabei. Trotzdem, es kann schon noch gefährlich werden. Scarlet hat hier verdammt viele Circling am Start. 88 Stück. Es kommen noch 11 Bändige mit dazu. Queen 2 ist hier ausgeladen, direkt über das Warpism. Natürlich, der Queen Express in den Overlords ist natürlich viel, viel schneller. Da geht doch ziemlich viel. Ja, und die Linge jetzt mit den Bändigen wollen natürlich auf den Sentry Core dieser Armee. Wenn die da mal drüber reinrollen, dann ist das alles ziemlich schnell tot. Dann gibt es keine Force-Hits, dann gibt es keine Anti-Link-Maßnahmen. Ja, es sind jetzt hier die Queens mit in den Overlords. Mal sehen, wann die ausgeladen werden. Es geht jetzt hier drauf, Scarlet möchte es hier wissen. Da kommen gute Force-Hits, da schwört sich der Protoss stellenweise selbst, weil er möchte einfach wenig Angriffsfläche für die Dinge bieten. Queens werden drüber ausgeladen, zusammen mit ein paar Bandinge. Da explodieren auch einige Bandinge in den Sentries. Queens sind mittendrin im Fight-Geschehen. Und Scarlet rollt hier einfach einmal rein. Der Archon tankt noch ein bisschen was an Banningen weg. Aber trotzdem, der Core der Protoss-Armee hat sich schon ziemlich aufgelöst. Der Mortal hält nochmal gut gegen. Unten gibt es Reinforcements mit Adepts und Sellers, um viele Dinge zu schreien. Und trotzdem, Scarlet hat noch ziemlich viel hier an Army Supply übrig. Pumpt Linge nach wie eine Wahnsinnige. Hat den schlechteren Worker Card momentan, aber eben die Doppel-Gold-Base, um ihr Income zu rechtfertigen. Während das hier unten die letzten paar Protoss-Units waren, trotzdem das Protoss-Army-Supply ist nahezu nicht existent. Es sind zwei Overs hier dabei, damit auch keine DTs hier als Defense möglich. Weitere Dead-Mobbins hier oben. Die Natural kann momentan noch gehalten werden. Link-Count ist für Scarlet nicht mehr so prickelnd. Sie morft jetzt hier nochmal 8 Bandinge. Protoss hat gleich das Plus 2 Attack-Upgrade mit durch. Entsprechend wird der Damage der Protoss-Army immer mächtiger, aber einfach die Masse an Protoss-Army fehlt hier momentan. Die Tensus-Energie ist nahezu komplett aufgebraucht, heißt von Scarlet kommt da auch nicht mehr viel. Die Bändige rollen wieder mal vorwärts, Adepts stehen eigentlich hier vorne gut als Blocker, tanken hier so viele Bändige weg. Auch die nächsten Bändige treffen nicht so gut, da ist viel angeschlagen, aber es lebt noch, wenn das hier oben die Adepts halten gegen. Und Scarlet muss hier umdrehen. Protoss hält das mit einfach rauffolgenden Adept-Warpins. Richtig starke Defense, das sah am Anfang nochmal richtig, richtig gefährlich aus. Das hätte man fast schon verlieren können als Protoss, aber gute Positionen für die Warpins. Gut gehalten hier mit dem Hold Position. Die Banning hier größtenteils weggeblockt. Nicht zu viele Props verloren. Protoss jetzt hier mit dem besseren Work-Account. Hat eine Goldbase. Dementsprechend kann jetzt hier auch gleich Scarlet im Income überholen. Zumal Scarlets Basen eben auch nicht mehr viele Minerals hergeben. Nimmt jetzt hier mehr und mehr Gasgeysiere. Scarlet versucht jetzt hier nachzutacken. Geht in den Spire. Wirft jetzt hier auch massiv Drones hinterher. Und hat einfach generell nicht zu elegante Economy. Hat jetzt hier eine vierte Basis stehen. Die läuft eigentlich noch nicht. Und damit Protoss hier kann sich aufbauen. Mal sehen, wie es bei ihm hier weitergeht. Er geht gerade ins Templar Archive. Hat natürlich schon Archons aus DTs morphen können. Jetzt gibt es eigentlich bald noch Storm mit drauf. Zumindest unter Umständen. Nicht sicher, ob Storm auch durchziehen will. Generell kann man auf High Templar anders Archons morphen. Einfach das Gas Mineral Income. Das Verhältnis von den beiden zueinander ist doch verschoben. Natürlich der DT mit 125, 125. Damit hat man ein 250, 250 Archon bei zwei High Templern.
ist das ein 100-300 Akku und heißt gaslastiger, dafür spart man sich einiges an Minerals. Daraus gab es ja früher sehr beliebt den Zealot Archon Style. Die überflüssigen Minerals durch die High Templar Archons sind alles in Zealots geflossen und Zealot Archon war damals sehr beliebt gegen Zerg, weil Archons ja Bonus Damage gegen alles Biologische machen, also quasi gegen jede Zerg Unit. Ja, hier gibt es einen weiteren Banning Drop in Richtung Natural, einen weiteren Banning Drop in Richtung Main. Bis jetzt noch ein Linge noch mitgeladen. Also Scarlet gibt hier nicht auf, will hier weiter resten. Der Overlord hier ist leer. Generell sind eben noch viele Drop Overlords unterwegs. Scarlet wartet hier auf den richtigen Moment zuzuschlagen. Am besten natürlich, wenn der Protoss sich hier rausbewegt. Dann hat man einen eleganten Punkt, um ansetzen zu können für Arrestment. Ja, es gibt jetzt hier die ersten Mutas für Scarlet. Banning Speed plus Carapace Upgrade. Also Scarlet hier mit einer höchst eigenwilligen Komposition. Trotzdem, das Wop ist mir lebgefährlich. Die Mutas sind dran. Das Wop ist mir auch 4 DTs geladen. Ja. Da ist ein einziger Overseer mit dabei. Ihr habt die DTs trotzdem. Die Mutas machen noch nicht so viel wahnsinnigen Damage gerade an den DTs. Trotzdem, die Linke sind an der Verfolgung dran, aber Protosami kommt zur Rettung und damit muss ich Scarlet wieder zurückziehen. Es sind nicht viele Mutas hier auf dem Start, das sind nur die drei, die Scarlet hier am Anfang gebaut hat. Es gibt jetzt wieder mehr und mehr Bändlinge, viele Zerglinge wieder auf dem Feld. Scarlet, also ihre Injects müssen definitiv sitzen, auf die Sekunde genau, sonst könnte sie hier nicht so viele Länge rausdrücken. Sie baut einfach auch mehr und mehr Queens, um das entsprechend zu relativieren. Ja, hier wird ein Pylon rausgenommen. Der Blink Drop ist noch nicht erfolgt, da ist eine Cannon nämlich in der Main Base. Mantis hier drüben, der Natural, der Overlord hat sich noch nicht bewegt. Die Protoss Army hier steht einmal kurz vorm Creepsfeld. Eigentlich muss Protoss hier erstmal das zu Hause bei sich alles aufräumen. Klärt jetzt hier mit einem DT schön. Zumindest mal die Länge auf die Blinge kann der DT nochmal clearen. Und Scarlet, ja, nutzt den Moment, während Protoss gerade nicht aufmerksam ist. Da kommt die Force Fields viel zu spät. Trotzdem Scarlet dreht hier nochmal direkt um. Gibt da doch viele Linge und einiges an Bellinge aus der Hand. Trotzdem Bellinge kennt der Turnier doch mal ziemlich ordentlich. Der Sentry Count ist quasi nicht mehr existent. Da gibt es nochmal ein Guardian Shield. Trotzdem Scarlet sieht, dass der Protoss direkt bei ihr vor der Haustür steht. Der Overlord hat gedroppt, hat nicht übermäßig viel gekillt. Wenn das sind die Bellinge hier, haben auch nicht so viel erreicht. Trotzdem hier Protoss weiter am Pushen. Er hat natürlich ein bisschen was an Props sowas verloren. Kann eigentlich aus 3 Basen doch gut wieder nachpumpen. Man hat eben die 3 Archons, Adepts, Salads. Er hat eine richtig starke Armee hier am Start. Es sind nicht viele Mutas dabei, die Bändinge versuchen sie zu connecten auf die Stalker. Stalker sind auch schon gut angeschlagen, es leben immer noch viele Stalker. Haben die hier Blink? Momentan, ja, Blink wäre drauf, aber nochmal Bending Drops hier auf die Stalker drauf. Die Archons leben noch, tanken ziemlich weg. Aber die Queens jetzt hier mit und Hughes können das doch nochmal halten. Protoss wird hier zurückgedrängt, Scarlet hält hier den Angriff. Und beide Spieler droppen hart im Supply, haben beide nicht mehr viel übrig. Scarlet hat relativ viel an Gas, nutzt ihre ganzen Minerals, um Länge weiterzubauen. Mutaccount mit 3 Stück lebt interessanterweise immer noch. Und es gibt jetzt hier, ja, Stalker als Reinforcement. Natürlich mit Blink können sehr effektiv agieren, sehr effizient agieren. Plus der Attack ist gleich durch hier für den Protoss. Scarlet hat hier 2-1 auf ihren Zerglingen. Die tanzt hier immer noch hinterher. Hier wird gerade wieder ein weiterer Overlord vertrieben. Ein Stargate würde sich fast orientieren bei dem Aufteilen hier am Overlords. Der eine Phoenix, die einzige Phoenix hätte hier wirklich seinen Spaß und würde Scarlet die ganze Tour vermiesen. Ja, es gibt jetzt hier für Scarlet den Infestation Pit. Sie hat nach wie vor sehr, sehr viel Gas. Mal sehen, was ihr nächster Plan ist. Könnten durchaus Ultralisten werden. Sie hat die Upgrades dafür. Und eben auch Queens für Tensuses. Also Ultis sind durchaus eine Möglichkeit. Die Mutas waren nur kurz als Warpism Defense. Und es kommt noch ein weiteres Warpism mit dazu. Wenn es hier drüben Changelinge auf dem Weg wollen ein bisschen scouten gehen. Protoss nimmt sich gerade eine eigene 4. Basis. Scarlet selber ist nur auf 4 Basen. Bis es ein Natural ist leer. Dritte ist auch bald leer. Da gibt es auch nicht mehr viel zu holen. Und da ist noch ein DT mit drin. Da ist zwar eine Sporkoller mit dabei, allerdings ist ein bisschen abwesend. Trotzdem, DT holt sich hier 2-3 Kills hier locker. Und dann läuft jetzt hier wieder weg. Hat schon einiges in Kills gesammelt hier. Aber er wird hier nicht überleben. Speedlinge plus Overseer erreicht, um das zu defenden. Hier ist nämlich noch Changing mit drin. Ja, war jetzt hier rausgenommen. Zumindest einer davon. Einer lebt immer noch. Ja, die Mutas hier mit 4 sind natürlich kaum eine Bedrohung für Blinkstalker. Trotzdem, sie sind lästig. Und momentan hier, Worker Count Protoss hat wieder die Führung übernommen. Entsprechend das Income hier auch für ihn besser mit 1700 zu 1300. Es gibt auch diesen tollen Income-Graph. Genau. Entsprechend am Gas sind sie sehr ähnlich, weil Protoss eben auch auf 4 Basen läuft. Wer sagt mal, Protoss auf 4 Basen kann sich so ziemlich alles leisten, was er denn jemals haben möchte. Ist in Legacy leider nicht mehr ganz so. Man sieht mir auch beim Protoss, gibt die Natural nicht mehr viel her. Da hat er ein bisschen das Gas-Mining verkackt. Auch die dritte hier und die Mainbase natürlich ziemlich belastet bereits, auch bei Scarlet hier, die Mainbase ist leer. Also da geht nicht mehr so viel, beide Spiele hier pumpen quasi aus 2 Basen, obwohl 4 Basen dran stehen. Die Magie von Legacy of the Void, die Mutas, ja, fliegen mal wieder rein, sind mal wieder lästig, wollen ja wieder ein paar Kills kriegen. Mothership Core hier alleine als Defense, ein Kill wurde jetzt nicht mal geholt. Eigentlich ja durch die bouncenden Schüsse hier, da wird es mehr Opfer geben. Ein paar mehr Probes warten hier sterben.
Ja, die nimmt das einfach nur als Ablenkung. Wenn das nur gibt, gibt es einen Doppel-Arkon-Drop. Also man sieht wirklich vieles hier in diesem Spiel. Die Doppel-Arkons waren ja auch einen richtig guten Shop. Die Fiend stirbt ziemlich schnell. Man sieht, der Bonus-Damage hier von Arkons ist massiv. Die können ja auch auf easy auf die Eier und die Larven schießen. Jetzt gibt es hier noch einen dritten Arkon mit zu. Trotzdem, der Links-Around erstmal auf die Arkons sitzt, ist das nicht mehr so schön. Man sieht, der Surround macht dann da ziemlich viel kaputt. Trotzdem, der letzte Arkon kommt hier nochmal raus, hat nur Schilde verloren. Kam kein Funkel drauf von Scarlet. Interessanterweise, ja, man sieht, die Fiends stopfen hier die ganze Rampe voll. Fiends sind einfach eine Verkehrsbehinderung. Generell. Und diesen gab es hier drüben einen weiteren Looter Harassment. Das sind alle Salads. Ja, die können eben nicht hochschießen. Stalker sind ein bisschen zu lahmarschig. Was da geht, hätte sich nach wie vor orientiert. Ein Phoenix und die ganze Sache hier wäre so erledigt gewesen. Aber Protoss bleibt hier weiter auf seinem Attack, den er hat. Möchte hier keinen Wechsel anstoßen. Scarlet hingegen baut mehr und mehr Infestoren, hat nicht weiter getaggt, ging hier nicht höher. Der Archon Drop kommt ein weiteres Mal, da wird ein Sporkolle sterben, da die Mutas machen da auch nicht viel gegen den Archon. Und da gibt es jetzt hier Salads mit dazu und da gibt es dir gleich Fungus auf die Archons, auf die Salads und entsprechend infested Terrans, um damit alles abzuräumen. Die Archons haben natürlich kein Armor Upgrade, und sie haben ein Armor Upgrade, aber das bringt dir nicht viel. Und Infested Terrans kriegen keine Upgrades. Die Änderungen aus den Angstzeiten von Wings of Liberty haben sich bis heute gehalten, bis Legacy of the Void. Infested Terrans sind größtenteils nutzlos im Late Game, weil sie einfach keine Upgrades bekommen. Dafür hatten wir früher zu den Endzeiten von Wings of Liberty nur noch Infested Terrans. Funkel und Infested Terrans war die grandioseste Combo, die Zerg jemals nutzen konnte, weil die einfach alles zerstört hat. Es konnte sich nicht bewegen und wurde von Infested Terrans von kostenlosen Einheiten auseinandergeschossen. Aber Scarlet hier weiterhin sehr viel unterwegs mit vielen Infestoren, 17 Infestoren hier auf dem Feld. Hatte ihr ganzes Gas reingesteckt, das ganze viele Gas, das sie übrig hatte, die 2000 sind da reingeflossen. Eine Kennen, die findet hier oben mal zumindest die Basis, das Protoss-Income ist nicht mehr so überragend. Und geht so langsam auch das Geld aus, gegen Scarlet hat jetzt endlich mal eine neue Basis, an der sie ein bisschen meinen kann. Auch die Basis hier läuft noch relativ gut, Scarlet kann sich auch noch mehr Gasgeisiere holen. Protoss einen weiteren Move hat, wird hier geschattet, während die Mutas kümmert sich gerade um weitere Probes und die Salads hier chargen mutig vorwärts. Der Queen-Surround ist gerade da. Trotzdem sind viele Banding hier und da kommt der New York Parasite auf die ganzen Archons und die ganzen Salads werden instant von den Bandingen rausgesprengt. Die Protoss Ali in Kürze komplett auseinandergerissen und jetzt hier noch das Friendly Fire, der A-Click auf die Units mit New York Parasite, damit die nichts anrichten können, damit die einfach easy rausgenommen werden. Die Stalker werden zurückgedrängt. Protoss fällt rapide im Supply, aber auch Scarlet hier ein bisschen gefallen. Aber Scarlet hat immer noch Gutes und denkt, ja, und baut 6 weitere Infestoren und weitere Linge. Also es wird jetzt hier richtig, richtig hässlich für Protoss. Weitere Fungus sitzt hier auf die Stalker, damit kein Blink wirklich. Es sind keine Bandinge mehr da hier für die Salads, aber es reicht ja schon. Man sieht die Linge hier mit Fungus-Unterstützung. Traden zwar nicht so optimal, aber durch einfach dauerhaften Fungus sterben die Salads auch irgendwann. 2 noch übrig, 1 noch übrig. Tja, Infestoren können nicht kämpfen, das ist ein bisschen bitter. Protoss versucht wieder. Mehr Archons. Die Infestoren haben gutes Energie verloren. Da ist nicht mehr viel übrig. Ja, definitiv kein Fungal mehr und kein Null Parasite. Es kommen eigentlich trotzdem weitere Infestoren mit dazu. Scarlet hört da noch nicht auf. Ja, jetzt gibt es hier alles an Restenergie an Infested Terrans hier oben einmal auf die Basis und die Menge an Infestoren macht dann doch wieder Schaden. Außer sie backen hier rum und machen einfach nur Move Command. Das ist natürlich nicht so sinnvoll. Man zieht sie die Archons, schnetzeln sie so schnell durch die Infested Terrans durch. Die haben überhaupt nicht viel zu melden. Generell, der Schaden hier wieder mal von den Infested Terrans hält sich in Grenzen. Die Cannon wurde rausgenommen, es wurden ein paar Probes gekillt. Aber bei der Masse hätte man eigentlich meinen können, dass da nicht mehr viel steht. Tja, die Magie von Upgrades. Und hier die Archons hier zu viert halten mal zumindest noch den Rand des Creepsets. Es gibt auch weitere Archons. Es wird hier so ziemlich ein Kampf Link-Banding Infester gegen pure Archon-Army. Nicht sicher, was sich Protoss da dabei denkt. Er hat kein Schild-Upgrade. Er hat plus 3 Attack. Das ist schön. Und jetzt gibt es hier direkt wieder den ersten. Ja. Läuft hier einfach in weitere Parasites. Und damit hat sich die Seite von Protoss auch direkt erledigt. Nicht sicher, was ich mit der Archon-Aktion dachte. Er hat ja gesehen, dass Scarlet das Upgrade hat. Den Neural Parasite. Und ein Berg an Infestoren. Dass dieses Teil so funktioniert, hätte ich auch nicht erwartet. Scarlet, ja, macht vieles möglich. Er hat auch schon in dem Best of 3 ZVP ein PvP gewonnen. Wer sich an das grandiose Spiel mit Don Regu erinnert. Wo sie einfach, nachdem sie 0-2 hinten war, beschlossen hat, ja, ich spiele jetzt Protoss und zeig ihm, genau, so an einem ZVZ und sie hat ein PvZ gewonnen. Sie hat einem anderen Zeug einfach gezeigt, ich kann 7 Gate spielen. Das kann jeder Protoss und das ist so verdammt gut, dass sogar ich damit gewinne und hat das auch durchgezogen. Die Menge hat gejubelt. Das war ein kurioses Spiel. Ja, Scarlet definitiv stark in diesem Spiel. Aber wirkt irgendwie nie so begeistert im StarCraft-Spielen. Und der große Erfolg ist bisher auch ausgeblieben irgendwie.
War ihr bisher noch nicht vergönnt. Mal sehen, was noch kommt von Scarlet. Es gibt definitiv noch ein paar Replays, die ich von dem ganzen Pack hier von ihr machen möchte. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Replaycast und ciao.